Hallo Kollege, hier Fahrdienstleiter. Die Fahrt geht in Kürze weiter. Du musst nur noch die Regionalbahn nach Hagen abwarten. Die ist dann aber auch die ganze Zeit vor dir. Du solltest daher entsprechend vorausschauend fahren. Weitere Informationen: Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h bei Verwendung der PZB, die Zugart M auswählen. Viel Spaß beim Fahren und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Train Simulator 2017. Ich begrüße euch hier aus Kreuztal und mit dabei ist wieder der Marc. Hallo. Hallo. So, ja, unser Zug besteht heute aus einer Baureihe 189 von MRC mit Lock and More Werbung. Hier können wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Wir haben nämlich noch ein bisschen Wartezeit hier. Und einem Stahlzug für ThyssenKrupp. Genau. Den wir nach EHUG, das ist Hohenlimburg, ne? Ziehen werden. Müsste Hohenlimburg sein, ja. Ja, 189, 150. Wir stehen, wie gerade schon erwähnt, in Kreuztal im Güterbahnhof. Und wir werden gleich noch von einem Flirt überholt, der dann vor uns fahren wird. Genau. Ja, kurz direkt am Anfang nochmal. Ich habe hier das. Ah, da kommt der Flirt auch schon. Genau. Ich habe hier die Wagen getauscht. Das heißt, normalerweise hängen hier andere Wagen dran. Das hier sind jetzt die SAMs von TTB. Glaube ich. Können wir kurz schauen, was drauf steht. Ne, RMMS. Genau, RMMS. Von TTB, die sind deutlich schwerer als die Wagen, die hier eigentlich dranhängen. Und da unser Zug, wie ihr seht, doch einigermaßen lang ist, ist das für einen Stahlzug. Moment mal, das gibt gerade keinen Sinn, was ich sage. Da unser Zug doch für einen Stahlzug recht lang ist, ist der dementsprechend auch schwer mit diesem TTB-Wagen. Und deswegen kommen wir nicht den Berg hoch hier in Kreuztal, wenn wir jetzt gleich direkt losfahren, wenn wir hier Ausfahrt bekommen. Deshalb warten wir, bis der Zug vor uns den Block hinter Kreuztal freigemacht hat, damit wir sofort durchfahren können. Weil wenn wir in Kreuztal anfahren müssen, dann schaffen wir das nicht. Ich habe da schon schlimme Erfahrungen mitgemacht. Ja. Erstmal dieses grässliche helle Display hier auf Nacht umschalten. So. Und dann rüsten wir mal auf. Zwangsbremsung. Wir können uns ja in der Zwischenzeit schon mal die 189 dann auch anschauen, wenn wir hier stehen. Genau, ich stelle noch gerade auf Zugart M um. Zwangsbremsung. Ich würde sagen, wir lassen die Bremsart P, oder? Ist ja ein relativ kurzer Zug für. Ich sag eben noch schön, es ist ein relativ langer Zug, jetzt kommst du mit, es ist ein schöner kurzer Zug, aber nee, gut. Nein, ein Stahlzug ist es schon ein langer Zug, ja, aber ich meine jetzt so generell verglichen mit anderen Zügen ist der schon doch relativ kurz, aber halt trotzdem schwer. Und ich würde mal sagen, dass der glaube ich noch in Bremsstellung P fahren würde. Ich bin mir da nicht sicher. Kommt das ja immer dann auf die Bremsleistung an. Bremsen funktioniert, würde ich mal sagen. So, schauen wir uns die Lok mal von außen an. Ich werde jetzt hier den Ebola im Zug nicht verwenden, weil ich habe den hier ausgedruckt neben mir liegen. Da sehe ich mehr, als wenn ich die ganze Zeit dahin zoomen würde. So, schauen wir uns mal die Lok an. Es sind nämlich einige schöne Loks drauf. Zum einen nämlich, ich fange jetzt einfach mal vorne an. Da ist diese Vincent van Gogh Werbelok da. Ne, links oben. Die nur so halb drauf ist, die 189. Achso.
Dann haben wir unten die Taurus. Ich weiß gerade gar nicht, was für eine das ist. Die kenne ich jetzt persönlich nicht. Dann geht es weiter mit dem Vectron hier, mit dem schönen MRCE Städtewerbung. Und da kommt Press 185. Ja, die habe ich auch schon mal in Mettlach mit einem Autozug gesehen. Sehr schönes Gerät. Dann geht es weiter hier in der unteren Reihe mit der Kaiser. Wie heißt das noch? Kaiser irgendwas Taurus. Oh, Die das fällt mir ist. auch nicht ein. Ja, es war irgendwas mit Kaiser. Die Ja. ist, glaube ich, so eine Bierbrauerei oder Franz, irgend sowas. Franz, Ja, Kaiser genau, Franz. Kaiser Franz. Die ist ja Anfang des Jahres mit dem Island bei uns hier auf der Saarstrecke gefahren. Ah, hier ist wieder die Genau. 189 jetzt, die auch schon ganz vorne links war, oben. Ah ja, genau. So. Und die kommt dann gleich nochmal. So, rechts oben geht es jetzt weiter. Sehr, sehr schöne Werbelok, wie ich finde. Habe ich selbst auch als Modell hier oben stehen bei mir. Und auch schon mehrmals in echt gesehen. Die Werbelok zwischen Deutschland und Ungarn mit dem paneuropäischen Picknick. Auch eine sehr schöne Lok. Dann natürlich der Mauervoll-Vectron. Wunderschöne Lok, kriege ich jetzt demnächst auch als Modell. Kommt diesen Monat noch von Märklin heraus. Ja, dann haben wir hier nochmal eine Taurus-Werbelok. Ich glaube, das war irgendwie mal zur Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, irgendwie sowas. Und dann hier noch die Linked by Rail 189. Die habe ich vor 2 Jahren in Göppingen bei den Märklin-Tagen gesehen. Also ich muss schon sagen, ich habe ein großes Sortiment von den Loks, die hier drauf sind, schon gesehen. So, ich Nicht. glaube, wir haben schon. Muss ich jetzt mal schauen, wie es da aussieht vor uns. Ich würde sagen, wir könnten schon so langsam losfahren. So sieht es zumindest mal von mir aus. Was ist die denn? Ja, bis wir jetzt angefahren sind und da vorne sind. Genau. So, die Lok ist nicht ganz leise, gerade wenn wir jetzt gleich den Berg hochfahren. Aber ich denke mal, das sollte soundtechnisch doch kein Problem sein. Hoffe ich doch mal. Mal sehen. So, ich habe jetzt hier auch einen bequemen Lokführersitz. Ich auch. Das ist ja, sehr angenehm, wenn man den wirklich in alle möglichen Richtungen drehen und schieben und verstellen kann. Besser als jeder Schreibtischstuhl. Also welche Baureihe hast du denn? Aus dem 628. Ach, ich auch. So ein Zufall. Am besten gefallen mir natürlich die einstellbaren Armlehnen hier, weil sich alles so schön einstellen, wie man möchte. Ja, was ich vor allem auch cool finde, ist, dass man ja die Sitzfläche kippen kann. Gut, das nutze ich nicht, aber. Ja, doch, ich schon, weil dann kann man sich so schön zurücklehnen und den Sitz fallen lassen. Finde ich ganz angenehm. Schöne Lok, die Baureihe 189.
finde ich. Ja. Technisch hochinteressant. Wobei sich ja einige Lokführer schon beschwert haben. Ja, die ist ja ein bisschen laut. Ja. Wie man vielleicht gerade auch hört. Und vor allem jetzt gleich noch dieses sehr laute, aufdringliche Dröhnen. Wenn es gleich dieses sehr laute und aufdringliche Dröhnen kommt, wenn wir den Berg hochfahren. Ich finde den Sound sehr gelungen. Ich finde solche Loks einfach nur schön. Achso, hoppla. Ich blende jetzt mal eben den F3-Monitor aus, das habe ich bei der Abfahrt ganz vergessen. Denn wie ja eben schon erwähnt, ich habe ja meinen Buchfahrplan hier liegen. So, da kommt man so 94 entgegen. Ich fahre jetzt momentan knapp 60. Ja, ich knapp unter 40. Bei mir war das Signal mal wieder rot. Ja, ich habe in letzter Zeit ein paar Probleme mit der Signalisierung auf HN7 V3. So habe ich im Kreuzteil immer das Signal rot und erst wenn ich hinter dem 500 Hertz Magneten bin, wird das Signal grün. Egal, ob da jetzt ein Zug vorne dran war oder nicht. Und später wird es auch vor Kirchhundem. Wenn es dort die Steigung heruntergeht, habe ich dasselbe Problem. So, ich fahre jetzt mit Sand und Z-Max den Berg hoch. Ja. Ich hoffe, dass ich das noch schaffe, weil ich habe ein bisschen spät gesandet. Ja, ich habe eine niedrige Geschwindigkeit. Ich fahre 50. Viel schneller bin ich auch nicht mehr. Na, die gleichen Voraussetzungen. Tja. Wenn wir jetzt gleich stehen, dann ja, würde ich mal sagen, haben wir auch nicht verkackt. Aber gut, hoffen wir mal das Beste. Also auch wenn man es jetzt gerade nicht so sieht, hier geht es sehr steil den Berg hoch. Ja. Hier muss jetzt Kreuztal Eichen sein, ne? Ne, Kreuztal Bittfeld ist das. Ne, Kreuztal Eichen. Ah ja, genau. Hast mir jetzt so etwas Sorgen bereitet, dass ich momentan nur noch eine Geschwindigkeit von 43 km/h habe. Ja, das ist in der Tat etwas schwierig dann. Ich fahre jetzt noch, was fahre ich? 47? Wo bist du? Gerade am Haltepunkt vorbei. Ich bin jetzt bei. Jetzt am 93,5 bin ich jetzt etwa. Ne, 93,3. Etwas vor mir. Ist 93,2. Der Tunnel ist noch nicht in Sicht, das macht mir Angst. Weil ab dem Tunnel geht es ja wieder gerade, beziehungsweise dann hinten dran bergab. Genau. Ist ja in welchen Endes, ne? Ja. Genau. Und zwischen Alten Hundem und welchen Endes wurde früher auch nachgeschoben. Was momentan auch der Fall ist, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was für Züge da momentan fahren. Aber früher wurde da teilweise
teilweise sogar mit der Baureihe 140 nachgeschoben. Das war aber zu Versuchszwecken. Und da hat man gemerkt, dass die Baureihe 140 nicht so geeignet ist für Schubdienste wie die Baureihe 150. Da gab es mal eine schöne Dokumentation. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie es ging, aber um die Baureihe 150. Was für eine tolle Erkenntnis, dass die 140 nicht so gut dafür geeignet ist wie die 150. Genau. Das ist wirklich eine Meisterleistung. War ja auch nicht anders zu erwarten bei einem Unterschied von zwei Achsen. Ja. Dafür muss man nicht mal ein Profi sein, um das zu erkennen. Genau. Aber wir kennen ja die Bahn. Ja. Nichts ist unmöglich. Beziehungsweise alles ist möglich. Und im Winter ist nichts möglich. Ja. Ich habe letztens noch irgendwo gelesen, der Winter kommt eine unvorhersehbare Naturkatastrophe für die Bahn. Ja. Ja. Leider teilweise war. Ja. Wie schnell fährst du? 40. 91, 8. 32. 92, 2. Also für dich wird's wirklich kritisch. Ich weiß, ich hatte ja auch dieses rote Signal. Ich hoffe, dass ich es noch schaffe. Oh, sie beschleunigt wieder. Weil ich fahre die ganze Zeit so um die 40 und bei 40 schaltet ihr um da, weißt du? Ja, hoffentlich. Ja. Deswegen, die hat gerade wieder hochgeschaltet auf die. Hochgeschaltet, jetzt mal in Anführungszeichen. So, ich hoffe, der Luftpresser fackelt mir nicht gleich ab, weil ich die ganze Zeit den Sand hier durchschalte. Soll es ja geben? Das ist ja so ein paar Geschichten. Mhm. So, also wir haben noch etwa 3 Kilometer vor uns, bis die Steigung zu Ende ist. Aber ich habe da ein gutes Gefühl. Ich nicht. Kennst du dieses Video, wo so eine Doppeltraktion ÖBB-Taus, ich glaube, das ist auf der Brennerbahn, ja, mit dem Stahlzug anhalten muss und dann anfahren muss? Ja. Und die hintere Lok erstmal keine Leistung aufschaltet und dann die hintere Lok auf einmal sich doch dann überzeugt, Leistung aufzuschalten. Und weißt du, wie extrem schnell die dann angezogen haben? Ja. Weißt du, die ganze Zeit kommt nix, ne? Ich denke mir so, das wird echt schwierig, ne? Und auf einmal zieht die einfach weg, als wenn nichts wäre. Ja, das lag ja halt daran, dass... Die Taurus ist schon geil, muss man schon sagen. Ja, aber das lag ja auch nur daran, dass die eine Taurus einen Verbindungsfehler hatte und deswegen keine Leistung ausschalten wollte. Ja. Nee, aber trotzdem, an so einer Steigung mit der Stahlzug war ja schon lang. Ja. Da einfach so mal anzuziehen, das ist... Das ist eine Leistung. Gut, die hatten noch Schub, aber trotzdem.
Gut, das war glaube ich eine 1144, oder? Ja. Ja, die kann ja auch nicht die ganze Zeit nur schieben, weil nee. Das ist ja noch mit Wechselstromtechnik. Und da wird die ja dann auch zu heiß nach 5 Sekunden. Also wenn die 5 Sekunden lang steht und Leistung aufgeschaltet ist, muss man abschalten, sonst beschädigt man die Lok. Ja. Bei mir hat die Taurus, wollte ich schon sagen, 189 Grad hochgeschaltet. Das ist sehr gut. Ich denke mal, dann schaffen wir das. Ich bin bei 89,8. Ich bin gerade Kreuzteil Littfeld durch. Und fahre jetzt etwas über 50. Noch in 1,5 Kilometer etwa, dann wird's flach. Sifa. Ja, Sifa nicht vergessen, Sifa Zwangsbremsung wäre jetzt tödlich. Jetzt wird's noch mal richtig steil hier. Da vorne wird's flach. Ich kann's schon erahnen. Aber ich bin schon so weit. Ich bin bei 88 jetzt. Aber die Lok verliert gerade extremst an Geschwindigkeit. Beziehungsweise mein ganzer Zug. 40. Unter 40. Nicht gut. Wenn nicht, dann kuppel ich einfach gleich während der Fahrt die Wagen ab. Ja. Wo hattest du unter 40 verzeichnet? Bei, was war das? 87,8 ungefähr. Ja, das verzeichne ich bei 88,2. Oh. Jetzt bin ich bei 87,4 und auf 40. Auf 30. Noch 600-700 Meter etwa. Ich frage mich, warum die Disponenten uns keine Schieblok zur Verfügung gestellt haben. Oder einfach eine zweite Lok. Ach, das wäre... Oh. Sifa. Sag mir, ob du es über den Berg schaffst. Ja? Ich habe keine guten Hoffnungen gerade. 20 km/h. Ich bin jetzt bei 87. Kommt schon noch 300 Meter. Bei mir sind es 500 oder so. Komm. Genau an dieser Stelle bin ich beim letzten Mal auch abgesoffen. Der Kollege, der entgegenkommt, der hat es ja einfach. Ja. Was jetzt noch fehlt, NTS, dass man einfach jetzt einen anderen Zug rufen könnte, der dich dann schiebt. Ungekuppelt. Ne, ich schaffe es nicht. Also ich bin schon bei 14 km/h.
Ich bin bei 3 km/h. Ich bin bei 87 mal. Ich bin bei 86,8 und stehe jetzt. Wie wäre es mit einem neuen Aufnahmeversuch? Hä, nee, wie kommst du darauf? So, ja, da sind wir wieder. Mit neuem Schwung, wie ihr seht. Gerade eben mit etwa 40, jetzt mit mehr als dem Doppelten, mit 90 km/h. Ja, wie ich eben schon erwähnt hatte, ich hatte ein bisschen verpennt, dass wir schon, beziehungsweise dass ich ab Kreuztal schon mit Z-Max und Sand den Berg hochfahren muss und nicht erst am Berg anfangen sollte zu sanden. Ja, und ich bin in Kreuztal angefahren, habe aber eine zweite Lok im Bunde. Dementsprechend sollte das dann jetzt auch funktionieren. Ich war auch etwas über 80. Marc hat natürlich auch eine Entschuldigung dafür, weil sein Signal in Kreuztal gestört und dass er deshalb gestört ist und er deshalb ja, nicht drumherum kommt, dort anzuhalten. Und wenn man in Kreuztal steht, dann bringt auch Z-Max und Sanden nichts mehr. Das schafft man nicht. Genau. Deshalb lasse ich hier Gnade für Rechter gehen und lasse ihn mit einer zweiten Lok fahren. So, aber jetzt sind wir schon an der Stelle, wo wir eben abgesoffen sind. Und das sieht doch ganz gut aus. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir in den nächsten 200 Metern... Schnelle Bremse. 80 km/h verlieren. Selbst das schaffst du nicht. So, damit hätten wir die Steigung überwunden. Jetzt geht's in den Tunnel. Schalten wir mal Licht ein. Zug noch gar nicht von außen begutachtet hier. So, natürlich schön Fernlicht anmachen. Ja gut, hier im Tunnel geht es auch noch ein bisschen bergauf, aber es passt soweit. 11 Promille ist ja nix. Also doch schon, aber nicht gegenüber dem, was wir eben hatten. So, dann schalte ich mal den Sander wieder aus. Schon aus dem Tunnel heraus. Ja. Bin jetzt gerade Bahnsteig anfangen, welchen er ist. So. Jetzt geht's das Ganze wieder herunter. Zum Glück hat die Lok hier eine funktionierende E-Bremse, mit der wir dann schön hier sanft und zart runterbremsen können. Schade, dass man jetzt hier keine Anzeige hat, wie viel man zurückgespeist hat. Das wäre jetzt bestimmt einiges. Aber wir hätten dementsprechend jetzt auch schon einiges verbraucht, also so ist ja nicht. Aber immerhin. Jetzt ist es dann auch mal kurz etwas ruhiger hier. So, ich stelle die Ansicht erstmal ein bisschen so um, damit ich die E-Bremse dann ein bisschen im Blick habe. Obwohl, das geht eigentlich auch. So, ich habe ja die Anzeige vorne. Ach, jetzt kommt auch der Kohlezug mit den 151ern nochmal. Der ist uns ja eben etwas früher entgegengekommen. So ein bisschen.
Bei mir geht es jetzt auf die Steigung hinunter. Erstmal den Sitz verstellen. Kennst du das, wenn du PZB-Beeinflussung bekommst, runterbremst und dann Radschiff bekommst und genau in dem Moment die Nadel dann über die Bremskurve ausschlägt und dann eine Zahlungsversorgung bekommst? Warte, du bremst? Ja. Und dann müsste eigentlich ein Gleitvorgang entstehen und die Achse stehen bleiben. Unter die Bremskurve kommen. Ja, aber die PMTS nicht. Ah ja. Hier fängt die Tachonadel genauso wie beim Beschleunigen, beim Schleudern anfangen, fängt die an so hin und her zu schlagen. Hm. Interessant. Ja. Ist mir jetzt glücklicherweise nicht passiert, aber oh. Bremsen ist auch gut. Ja, bremst, verliert. Ja. Wer nicht bremst, kann aber unter Umständen auch verlieren. Ach was. Die ETS sehen das so. Ja, gut. Die, ja, okay. Das ist eine andere Geschichte. Da ist wirklich, wer bremst, verliert. Manchmal ist wirklich besser, du fährst einfach. Weil wenn du bremst, fahren dir alle hinten drauf und dann ist es auch vorbei. Ich habe das erste VR0. Ja? Ja. Oh, dann bekomme ich sogar VR0. Ohne dass es die Signalstörung ist, weil es so gewollt ist. Das war was Neues. Ja, und dann der Wiederholer ist dann auch schon wieder grün. Bei mir dann nicht. Siefer. Ja, die Siefer. Hm. Ja, bei mir ist das ist der Wiederholer nicht grün. Wie zu erwarten. Wegen der Signalstörung? Ja, ja. Zwangsbremse? Ich glaube, da sitze ich. Ah. Ja, okay. Weil ich mich eben befreit habe. Ah, du bist bei der 70er an. Ja. Gut, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Geht ja zum Glück weg runter. Leider willst du sagen. Hast einen längeren Bremsweg. Kannst dich schneller auslösen. Auch die Bremsen lösen ja hier rasant. Das ist ja hier wunderbar. Wie der Kollege anzieht, erst recht. Ich glaube, jetzt habe ich dich aber spätestens überholt. Wo bist du?
76 wird. Ja, aber ich fahre mit 70 durch die Linie. Ja, ich mit 40. Sagen, man sitzt sehr bequem auf diesen Stühlen. Also ich sitze heute das erste Mal auf einem Lokführerstuhl, weil ich den erst heute fertig gemacht habe. Und ja, ist sehr bequem hier. Ja, finde ich auch. Aber ich kenne da natürlich noch bequemere Stühle. Ich sage nur Mercedes-Benz aus dem Jahre 85. Die haben nämlich schöne Vierkernsitze. Aber man kann ja nicht alles haben. Du kannst ja gerne die Sitze ausbauen und dir ins Zimmer stellen. Dann habe ich aber leider keinen mehr im Auto. Ja gut, das irgendwo muss man halt Abstriche machen, ne? Ja, dann mache ich lieber am PC Abstriche. Kannst ja den Lokführerstuhl ins Auto einbauen. Ja, super. Ja, ne? Hast du voll was gewonnen? Nämlich Arbeit. Hast du auch so eine schöne Ankündigung bekommen? Nee. Vor alten Hunden? Nee. Bist du nicht auf einem Fahrsignal? Doch, bin gerade vorbei. Ach, du hast kein Feuer drin. Nee. Aber ich hatte Feuer drin. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass das mit der Zwangsbremsung zusammenhängt. Wieso? Weil ich ein bisschen hinter dir war jetzt. Ach so, ja. Oder du hast einfach wieder eine Signalstörung. Nee. Hat sich umgestellt. Ich kenne ja meine Signale. Zum Beispiel weiß ich, dass vor dem Bahnhof Feldchen N ist, wo wir dann kommt aus dem Tunnel rausgehen. Naja, ich kenne ja meine Strecke schon. Und welche Fehler sie hat. Welche du nicht hast. Leider. Zum Glück. Nee, leider. Ich will ja diese Fehler nicht haben. Ja, ich habe sie zum Glück nicht. Also bei mir ist in vor welchen Endes, also im Tunnel herauskommt, habe ich SH0. Ist ja auch nicht korrekt. Würde ich immer mit Tab einfordern, SH1. Hm. Ja gut, das ist also generell ein TS-Fehler. Dass die SH-Signale oft auf SH0 stehen. Aber dort immer bei mir. Störung. Jetzt habe ich VR0. 71,4. Oh, ich habe jetzt eine Zwangsbremsung. Erst mal, was ich gemacht habe. Denselben Fehler wie du. Befreit und Beeinflussung bekommen. Ja. Und das, obwohl du dich so gut auskennst auf der Strecke. Sagen wir mal so, ich bin schon Ewigkeit nicht mehr TS gefahren. Vor allem nicht mit solch schräger B-Beeinflussungs. Ist das überhaupt mein Signal da? Warte. Oh, ne, das ist nicht.
So, also ich stand jetzt fast in Lennestadt Meggen. Bist du am Bahnhof? Ja, bin jetzt am Bahnsteig vorbei. Hab jetzt Ausfahrt. Ah ja, ich wahrscheinlich noch nicht. Wie ich sagte, ich trage es auch ein. Aber logischerweise 500 Hertz und Wechselblinken, also von daher. Und weiter geht's. Das ist aber so irreführend mit dem linken grünen Signal, ne? Ja, ich habe gerade eben auch gedacht, ist das jetzt meins? Und dann, also zuerst als ich gerade gegangen bin, habe ich gedacht, das wäre das Signal auf dem Gegengleis, das grün war. Als ich dann am Bahnsteig war, habe ich gedacht, das wäre mein Signal, weil ich das andere Signal nicht mehr gesehen habe. Und da habe ich die 5 von der Beeinflussung bekommen, dann habe ich gedacht, oh ja, ich sollte vielleicht doch mal noch ein bisschen bremsen. Aber ja, hat ja noch locker gepasst. Ja. Bremst ja gut die Kiste. Das Niveau wird immer tiefer. So kann man es natürlich auch sehen, ne? Alles Ansichtssache, ne? Miep, miep. Gerade auch bei dir? Ja. Jetzt geht's auf 90. Ja gut, ich fahre erst 60. Ich bin jetzt schon auf 90. Wahrscheinlich können wir gleich wieder runterbremsen. Ja, ich gehe auch davon aus. Wobei, ich stand eben fast. Hat jetzt bestimmt ein bisschen Vorsprung. Tatsächlich. Vorsprung. Mhm. Also ich habe zumindest mal schon mal Einfahrt. Aber wahrscheinlich keine Ausfahrt. Grevenbrück. Verstehe ich. Ja, Einfahrt. Erstes Vorsignal, ja. Einfahrt habe ich auch. Oh, Captain 185 mit Kesselwand. Ich glaube, du bist so ein paar Meter vor mir, ne? Aber nicht. Keine Ausfahrt. Laut, 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 laut. Also bei mir ist alles grün. Bei mir nicht. Jetzt auch.
habe jetzt so richtig ruckartig aufgeschaltet, um ja nicht unter die 10 km/h Umschaltgeschwindigkeit zu kommen. Weil ich schön beschleunigen kann. Bist du schon durch? Ja, ja. 65, ja. 65. Ist ja schon eine schöne Strecke, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn sie jetzt nicht diese Signalfehler hätten bei mir. Kannst ja mal überarbeiten. Nein, danke. Da widme ich mich lieber anderen Dingen. Ich würde ja wirklich gerne mal wieder eine Strecke bauen. Das ist. Ich. Ja. Alex. Hast du Zeit dafür? Ja, nee, das ist ja das Problem. Also. Aber ich würde gerne. Ich würde gerne auch sehr vieles. Zum Beispiel würde ich gerne eine Antwort erhalten auf meine Bewerbung. Ja. Finde ich nämlich auch mal super. Das kann ich mir vorstellen. Erreicht. Und runter auf 0 V nee, Cast 2. Hallo? Also entweder ist das Signal gerade umgesprungen oder der Magnet ist defekt. Scheint umgesprungen zu sein, da vorne ist grün. Dann schalten wir wieder auf. Ja, bei mir ist auch Cast. Das ist ja mal eine Seltenheit, dass wir die ganze Zeit mehr oder weniger gleich auf sind und ich nicht hinterher hänge. Ja gut, da ist jetzt wieder Cast 2. War zu erwarten. Kann es sein, dass wir schon Ewigkeiten keinen Personenzug mehr gefahren sind? Weiß ich gar nicht. Ah doch, ich bin ja letztens noch eingefahren. Ah ja, hier übrigens hinterm Einfahrsignal in Finnentrop habe ich auch einen S-Hammel. Oh, ich habe die Ausfahrt. Mit Dostes bei mir. Bei mir war es ein Abellio-Flirt.
Was war das jetzt gerade? Finntrop, ne? Jo. Ja, natürlich, ich bekomme die 500 Hertz Beeinflussung und direkt danach stellt sich das Signal um. Mal wieder tief. Ich weiß gar nicht, ob ich die bekommen habe. Ich glaube nicht. Ach, die 183 ist doch schon eine sehr schöne Lok. Übrigens meine Lieblings-Neubau-Lok. Ja, ich weiß, deine ist die Taurus. Brauchst du nicht mehr zu erzählen. Ach ja, für diejenigen, die es noch nicht wissen, meine Lieblings-Neubau-Baureihe ist die Taurus. Ja. Ich glaube, das wusste jetzt gar keiner. Jetzt hast du sie alle geschockt. Ja. Sie dachten alle, du. Wenn wir das die 101 mögen. Oh, tut mir leid, ich muss mal kurz weg. Ja, geht wieder. Ja, dicht gefolgt, obwohl, naja, so dicht gefolgt ist auch wieder nicht, aber gefolgt von Vectron und 189. KS2? Wo? Jetzt hinter Finntrop? Bisher noch nicht. Ich bin jetzt 56,6. Bin 57,6. Nö, also ich hatte kein KS2. Okay. Ich hole jetzt aber schon mal den nächsten Teil von meinem Buchfahrplan raus. Bis wohin fährt eigentlich die Regionalbahn? Bis Hagen? Ja. Ah. Wird immer spaßig hier. Es war irgendwie so klar, dass wenn ich gerade meinen Buchfahrer raussuchen bin, ich dann die Beeinflussung bekomme. Hast du eine Zwangspause? Nö. Schade. Boah, komm halt auf einmal. Ey. Schadenfreude ist die beste Freude. So. Das hätten wir schon mal. Sie fahren. Vorne ist jetzt freundlicherweise auch grün. Haben wir nicht.
ich denn eigentlich? Ach da. 54,4. Ich 55,0. Ach, wir haben erst 10:09. Erst? Ja. Kommt mir irgendwie vor, als wäre es schon 10 Uhr oder sonst was. Ich komme gerade vor einem roten Signal zum Stehen. Ich fahre 60. Nein, das ist gerade umgesprungen, das ist egal. Müsstest du trotzdem stehen bleiben? Ich hatte 5 km/h. Ja. Schade. Die 70er Ankündigung gleich wieder mit Magnet. 70? Ja. Ja. Wo kommt denn hier 70? Ah da. Ja. Ich bin bei Fettner, ist ja 70, genau. Gut, dann muss ich aufpassen, falls ich gleich nochmal KS2 bekomme. Ich war gerade 2 Seiten zu weit vorne. Zu weit hinten schon. Im Kuhfahrplan. Weil ich einfach nicht weitergeblendet habe, weil ich einfach den nicht benutze. Gut, ich benutze den in der Lok auch nicht. Ja, ich benutze ihn generell nicht. Sehr Roadrunner. Ich bin jetzt im Sieseler Tunnel. Du bist im Sieseler Tunnel? Ja. Ah ja. Du als Streckenexperte müsstest ja wissen, wo der ist. Jo. Vor Plettenberg. Am Bahnübergang. Genau. Kurz vor der 70er an. Genau. Kilometerangabe kann ich dir leider nicht geben. Da schaue ich nicht drauf. Oder? Diese Latte? 50,8. Ja, so ungefähr. Ja, ich habe den Buchfahrplan aus der Gegenrichtung, damit ich schön von unten nach oben lesen kann, wie in echt auch. Und die Geschwindigkeiten sind mir gleich. Soll ich dir was sagen? Nee. Ich erreiche den Sieseler Tunnel in wenigen Metern. Wunderprächtig.
Und ich habe VR0. Miep, miep. Schön. Schönes Geräusch. So, dann wechseln wir mal. Ach ja, das könnte ja auch die Störung sein. Wie, wo, was? Ah, ich habe hier auch immer eine Signalstörung. Ich komme jetzt hier aus Plettenberg. VR0. Oh, ist schon wieder grün. Ja, meine auch grün. Aber die Einfahrt. Und wo bist du? Warum? Ausfahrt Plettenberg. 46,8. 48,9. Echt ein Wunder, ich bin vor dir und das mit einer Lok. Tut mir leid, dass ich dauerhaft Beeinflussungen hier habe. Und mit zwei Loks kriege ich auch nicht viel mehr gerissen. Ich habe eine Oberstrombegrenzung bei 300 Ampere pro Fahrzeug. Um die Oberstrom von 600 Ampere nicht zu überschreiten. Trotzdem hast du dann immerhin noch ein bisschen mehr als ich. So um die Hälfte mehr etwa. Macht trotzdem nicht viel aus. Ja. Außer dass ich dauernd Beeinflussung bekomme, wie jetzt auch. So wie wir fahren, würde dann echt sowieso. Würden sowieso die wenigsten fahren. Ja. Die meisten würden jetzt mit 60 irgendwie über die Strecke fahren. Na. Oh, 143. Ja, wollte gerade sagen, einmal Schrottkiste. Naja, so schrottig ist die auch nicht. Im Güterverkehr schon. Ja. Aber im Nahverkehr nicht. Sieht nur schrottig aus. Die Technik ist doch hochinteressant bei dir. Der Sound? Nee, die Technik. Achso, ich dachte schon, du findest den Sound gut. Er geht. Es ist irgendwie nichts. So nur so Summen halt. Nee, im höheren Geschwindigkeitsbereich hat die ja so einen Brummen wie. Schwer zu beschreiben, aber. Hat was ähnliches vom 420 dann. Im höheren Geschwindigkeitsbereich beim vollen Beschleunigen. Ist nur in einer anderen Tonlage. Ach, der Bauchlor-Tunnel. Das ist aber schön. Bauchola. Bauchlor. Ein Bauchola. Bauchlor, da ist noch ein K, ein L zwischen dem K und dem O. Nein, hier doch. Steht Bauch, bei mir steht Bauchola. Bei mir steht Bauchlor. Am Tunnel selbst oder im Fahrplan? Im Buchfahrplan. Dann schauen wir gleich im Tunnel. Am Tunnel. Da steht, glaube ich, kein Schild. Ja, ab und an haben die Streckenersteller das gemacht. Kommt darauf an, welche Strecke.
Hier weiß ich gerade gar nicht. Achte nicht drauf. Er weiß was über die Strecke nicht. Ich fahre ja eh momentan nur Konstanz Villing. Ich fahre alles. Ich fahre Auto. Ich mag Züge. Ich mag alte Diesel aus dem vergangenen Jahrtausend. Ich mag die Taurus. Der Verdola-Tunnel. Was kommt jetzt wohl nur gleich? Cars 2. Eigentlich wollte ich jetzt auf Verdol hinaus, aber gut. Cars 2 macht es natürlich auch. Oh, Cars 1. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt Verdol. Jakob? Ja? Hast du es selbst gemerkt? Was denn? Oh, mach mal einen Schulterblick nach hinten auf deinen Zug. Moment. Ich kann meinen Kopf in der 189 nicht so weit drehen, tut mir leid. Okay, Umschalt 2. Ich verbessere mich nochmal. Sehr geehrte Stahlpram, wir erreichen jetzt Verdol. Der Ausstieg befindet sich auf der linken Seite. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Und dass Sie Ihre Sicherheitsgurte, die Spanngurte, abgelegt haben. Oder wie? Klar. Meine Güte, ey. Oh, 111 in Blau-Beige. Denver. Flirt. So, hier steht natürlich noch ein Filmer, Trainspotter. Hält man natürlich schön am Bahnsteig und fährt nicht ganz bis zum Signal vor. So wie ich das gehört, ne? Da ist unser Zug. Schick, schick. Ja. War irgendwie klar. Was? Hab gerade die Lokbremse angezogen, dann springt das Signal auf grün. Meins wird nicht so schnell umstellen. Ach ja, hier habe ich beim Ausfahrt aus dem Tunnel auch ein SH0. Ankündigung auf 80 mit Geschwindigkeitspunkt 80. Wie, wo, was? Ich habe Angst vor den Dingern. Bist du schon vorbei, wenn du am Bahnsteig warst? Gut. Fahr grad ab. Ich
nutze die Gelegenheit des kurzen Aufenthaltes, weil ich sehr wahrscheinlich länger Brot haben werde als du, um kurz mal die Bahnhofstoilette zu besuchen. Mach das. Ich fahre jetzt durch den Ütterlingser Tunnel. Das ist schön. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ach Mist, es geht direkt weiter, er gibt mir hier Ersatzsignal. Ach komm, diese paar Sekunden kann er erwarten. Ja, ja. So, wir haben es jetzt auch gar nicht mehr allzu weit. Haben wir schon ein gutes Stück geschafft. Auch das war nicht mehr ganz 20 Kilometer. War etwa 20 Kilometer. Das ist ja. Haben wir schon weit über die Hälfte geschafft. Hört man mich? Ja. Okay. Und warst du erfolgreich? Warum ist jetzt irgendwie Ersatzsignal nicht da? Oder? Ich würde mal so sagen, liebe Zuschauer, bitte nicht an mir ein Beispiel nehmen und 3 Liter Wasser vor einer Aufnahme austrinken. Könnte schwerwiegende Folgen haben während einer Aufnahme. Ich fühle mich ignoriert. Wieso? Weil ich gefragt habe, ob du erfolgreich warst. Seit wann kann man nicht erfolgreich sein? Was? Seit wann kann man nicht erfolgreich sein? Weiß ja nicht. Okay, es gibt ja da gewisse Personen, die sind ja nie erfolgreich. Fängt mir C an und hört mit Christian auf. Ja. Viele Grüße an der Stelle hier. An, wie nennt er sich mittlerweile? Er ändert ja den Namen, monatlich. Eisenbahnsaufhals? Ja, dann an Eisenbahnsaufhals. Ich glaube, so heißt er momentan. Ah, nee. Er heißt Sulzbach-Talbahner. Ah ja, Sulzbach-Talbahner. Tja, die Gurke. Übrigens, ne, falls du mal während der Fahrt irgendwo auf Toilette musst in der Lok, ne, und du nicht gerade irgendwo am Bahnhof stehst, es gibt da links in deinem Tisch, da ist so eine Klappe. Machst du auf. Sefer. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ah, du meinst die linke Tür? Nee, ich mein... Schau mal... Maschinenraum! Nein, schau mal nach links, wo das Seitenfenster ist. Da auf der Ecke auf dem Führerpult, also auf dem Fahrpult. Da ist so eine Klappe, die kannst du hochklappen. Und da ist da so ein Behälter. Den kann man auffüllen. Verstehst du? Also hier ein guter Tipp von mir, ne? Also. Ja. Also an die Leute, die jetzt keine Ironie verstehen, das ist die Auffüllklappe für das Scheibenwischwasser. Ja. Ich denke mal, der Chef wird sich nicht so freuen, wenn die Scheibe dann irgendwann gelb ist.
Wo bist du so? Ich fahre jetzt ein in den Husberger Tunnel. Ah, dann bin ich ja gar nicht so Nee, weit entfernt von dir. nee, in den Buchholzer Tunnel. Oh. Dann bin ich doch weit entfernt. Bist du also schon am Kraftwerk Mark Everlingsen schon vorbei? Habe ich gerade nicht drauf geachtet, aber vermutlich ja. Bin jetzt gleich in Altena. Alter, diese Aussprache. Altena. Danke. Ich hab wieder Feuer, ne? Und wieder auf ein halt seitliches Signal zu. Also ich hatte jetzt schon länger nichts mehr. Also seit Und Bedouin. später. Ah, nicht ganz. 1 km/h und es ist umgesprungen. Aber ich finde es auch mal lustig, mal wieder so zu fahren, dass man dauerhaft immer wieder stehen bleiben muss, anfahren. Miep, Würde miep. man, wie gesagt, in echt nicht machen, aber einfach. Ich liebe es einfach, diesen Roadrunner. Jetzt fahre ich durch den Ich kühlen höre dich gerade Grabentunnel. nicht. An mir fährt ein Containerzug vorbei. Mit 189. So, jetzt höre ich dich wieder. Ich bin gerade taub geworden. Ich bin gerade durch den Hünengrabentunnel gefahren. Jetzt fahre ich durch den Prag-Pauler Tunnel. War es der Containerzug mit der 189? Bist du noch da? Ja. Containerzug mit 189? Ja, habe ich gesagt, ja. Nicht bei mir angekommen. Tut mir leid. Ohren aufsperren. Vielleicht war die Verbindung kurz weg oder was weiß ich. Ja, immer auf die Verbindung schieben. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Du weißt ja, ich bin immer sehr interessiert an den Namen der Tunnel. Ja. Ich fahre jetzt in den Nachroter Tunnel ein. Ach. Dann bist du ja gleich im Nachbot. Ja. Ist der Bahnhof da stillgelegt? Kein Bahnhof da. Ja. Ich dachte nämlich schon. Ja, Nachbot habe ich noch nie da gehalten. Ich glaube, momentan ist unsere Distanz doch etwas höher. Untereinander. Was? Die Distanz zwischen uns ist Ach so. etwas größer momentan. Wo bist du denn? Also Im kilometermäßig.
im Buchholzer Tunnel. Also 31,8 etwa. 31,6 jetzt. Ah ja, 6 Kilometer. Hat ja auch gar nichts damit zu tun, dass ich da VR0 bekomme. Also ich hatte seit Verdull nichts mehr. Ja, das ist auch dauernd dazwischen, vor Verdull nichts mehr. Oder nicht so viel wie ich, sag ich mal. Wollte mich gerade sagen, Ausfahrt Plettenberg war bei mir auch zu. Hallo Kollege, hier Fahrdienstleiter, du reist in Kürze dein Ziel. Bitte achte, bitte darauf achten, dass du bis kurz vor das Signal fährst, da du sonst nicht ganz in das ThyssenKrupp-Abstellgleis passt. Ja, das ist schön. So, jetzt bin ich gleich in Lettmarte. In Lettmarte? Also gleich. Das ist schön für dich. Und hier ist alles so schön grün. Und damit meine ich nicht die Bäume. Ich habe auch gerade grün, also. Dementsprechend. Die RB fährt erst jetzt in der Warte ein, also ich glaube nicht mehr, dass sie mich noch stören wird. Tja, ich fahre auch gerade in der Warte ein. Hm, vielleicht bin ich ja die RB. Deswegen die Ansage. Vielleicht fahre ich ja gar keinen 189, sondern Flirt. Vielleicht bin ich auch gar nicht Jakob, sondern Manuel Neuer. Vielleicht sitze ich gar nicht in der Lok, sondern im Stadion. Und wenn ich dann gerade hier in Lettmarte einfahre, sitze ich auf einmal wieder zu Hause auf meinem Lokführerstuhl und fahre 189 MTS. Oh, VR0. Ja, gerade eben noch mit grüner Welle gefreut und so. Ja. Passt schon. Muss ja sowieso gleich bremsen. Könnte sein, dass ich in der Einfahrtmarke stehen bleiben muss. Deswegen lasse ich mich schon mal rollen. Sparen wir etwas Energie.
Jetzt bekomme ich die Meldung, die du vorhin vorgelesen hast. Ja. Scheint so, als müsste ich stehen bleiben. Und wie ich es erwartet habe. So, ich stehe. Ich stehe jetzt hier in vor Hundenburg. Könnte auch sein, dass ich jetzt einfach nur. Subbeeinflussung. Subbeeinflussung. Ja, ich glaube, ich muss einfach nur Tab drücken. Ja. Oh, cool. Da fahren wir mal. Ich geh mal mit Gas. Oh, ganz schlechtes Thema, Gas. Gas und Feuer gleich Buff. Gas und historischer Kontext gleich Weltgeschichte. Jo. Wo hattest du vorher neu? Vor Hundenburg. Aha. Also ein Einfallsignal. Ah ja. Ist es das gleichzeitig auch das Ausfallsignal in Mitmache? Jetzt habe ich Angst. Ja. Ja, ich stand jetzt hier am Einfallsignal Hundenburg, habe dann Tab gedrückt, habe Ersatzsignal bekommen. Muss jetzt gleich links rüber auf das Abstellgleis. Jetzt ist mir gerade ein Zug entgegengekommen. Hm. Ja. Muss ich mich bitte mal in deine Aufnahme ansehen? Ah, hier kommt noch ein SH-Signal. Aber mir hat sich gerade umgestellt auf VR2. Oder? Hallo. Dann passt das ja. Nehmen wir mal an, dass am Signal eine Geschwindigkeit von 40 km/h und keine abweichende. Und keine abweichende? Ja. Abweichende von der Regelnorm. Bei VR2 ohne Zusatzanzeige. Ja. Kannst ja im Bufferplan dann schreiben, beim zum Beispiel Alpha-Signal ist ja das Alpha-Signal ESIG und dann dahinter E50. Dann darfst du bei VR2 und beziehungsweise HP2 dann am mit 50 km/h an dem Signal vorbei oder 60, je nachdem, was dort steht. Da ich hier im Buchverband dies nicht entnehmen kann, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es 40 sind. Ja, hier sind 40. Kann ich dir bestätigen. Was mich jetzt stutzig macht, warum musstest du dort so lange stehen und warum bekomme ich sofort die Fahrstraße gestellt? Ich musste dort ja nicht lange stehen. Ich musste ja. Also. Nur Tab drücken. So. Störung. Ich stehe dann.
Ja, wir schauen uns hier nochmal unseren Zug an. Hallo Kollege, wir fahren jetzt leider die Waggons jetzt hier abkuppeln. Sobald es die Signalisierung erlaubt, kannst du die Lok dann auf Gleis 005 abstellen. Machen wir das nochmal. Einmal hier hingehen. Wagen. Na. Abkuppeln. Will er nicht? Hm? Will doch, er doch. Nicht? Geht jetzt. Hat sich nur nicht so angehört. Ja. Am Anfang wollte er nicht so ganz. Oh, ich habe sogar schon ein Rangiersignal. Ist ja. Zugbeeinflussung. Muss ich ja eigentlich die Doppeltraktion abkuppeln. Ob der Zugbund jetzt in den Bahnhof reinpasst? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich hier nichts selber stellen muss. Perfekt. Ach, dieser Zug, da haben wir doch eben überholt. Welchen? Den mit der HVLE 186 und den Drahtrollen. Oh, ich bekomme Vorsichtssignal. Ja, habe ich eben auch bekommen. Ich habe Ersatzsignal gesagt, ne? So. So, jetzt beschleunigt die Doppeltraktion deutlich. Ja, das. Oh. Oh, Parallelfahrt mit der HVLE, mit dem Drahtzug. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum ich so weit vorfahren konnte. Ja. Hier fahren ist leider gut gemacht. Du hast nur deine Pause, bevor es dann mit dem leeren Waggons zurück nach Frankreich geht. Ich bitte, das hier zu vergessen. Was? Nichts, nichts. Was ist passiert? Alles gut. Ja, geht jetzt nicht mehr. Naja, egal. Ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ja, ich denke, wir beide wären auch euch sehr dankbar, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ja, von meiner Seite aus an dieser Stelle tschüss. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst. Nein, eigentlich nicht. Außer, dass ich jetzt aufstehe. Das ist wunderbar. Also eigentlich doch recht ordentlich wieder aufgeholt habe. Jo. Gut. An dieser Stelle dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.